Hallo meine Lieben und willkommen zur neuen Wochenbotschaft für die Woche vom 15. November bis zum 21. November 2021. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder dabei bist und ich hoffe natürlich auch, dass es dir gut geht. Und diesmal habe ich mir gedacht, mischen wir auch wieder live die Karten. Und genau, das Tarotdeck, was du vor dir siehst, das ist das Tarot Illuminati. Und die anderen Kartendecks, die ich dann ebenfalls verwende, stelle ich dir entweder zum Schluss des Videos vor oder aber währenddessen. Das letzte Mal beim Wochenorakel habe ich das ja leider vergessen. Entschuldigung an dieser Stelle. Und aber diesmal versuche ich auf jeden Fall dran zu denken. Und ich würde jetzt auch sagen, dass wir direkt starten. Denk bitte daran, dass es eine ganz allgemeine Legung ist und dass nicht jeder damit in Resonanz gehen kann. Also du musst mal gucken, ob es passt, ob es stimmig ist. Na, es kann natürlich auch sein, dass nur ein Teil des Orakels auf dich zutrifft. Da musst du dann aber mal gucken. Na, das wirst du dann sehen, wenn es soweit ist. Ich würde sagen, dass wir jetzt anfangen. Okay, die erste Karte schon. Die wollte ich gerade unbedingt. Schauen wir mal, was nächste Woche noch kommt. Ich nehme wie immer vier Tarotkarten. So, was bringt uns noch die nächste Woche? Der 15. bis 21. November. Was bringt uns noch die nächste Woche? Was bringt uns noch die kommende Woche? Die zweite. Was bringt uns noch die nächste Woche? Die nächste Woche. Was bringt ihr uns noch? Was bringt uns allen noch die nächste Woche? Also ich spüre auf jeden Fall eine gewisse Anstrengung. Ich weiß nicht, was. Also wir müssen da mal gucken, ne? Nächste Woche. Was kommt noch die nächste Woche? Jawohl. Okay. Noch einer. Nächste Woche. Was kommt noch? Nächste Woche. Nee, das ist mir zu unschlüssig. Noch eine für die nächste Woche. Da ist sie. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, dass wir jetzt auch gleich starten mit der Karte unten drunter. Da haben wir. Okay, das sind jetzt hier die fünfter Schwerter. Bei der fünfter Schwerter spüre ich, es geht darum, irgendetwas zu akzeptieren, was man nicht ändern kann. Das ist genau das, was ich hier reinbekomme, ne? Weil die Karte, die fünfter Schwerter stehen oftmals für Niederlagen, für einen Scherbenhaufen. Und da habe ich irgendwie das Gefühl, dass man irgendwie mit dieser Energie keine andere Möglichkeit hat, als die Dinge so zu akzeptieren, wie sie nun mal sind. Es kann natürlich sein, dass man hier irgendwie einen Kampf in Anführungszeichen verloren hat. In Anführungszeichen, ne? Also, dass man das Gefühl hatte, okay, man hat hier in irgendeiner Situation verloren, irgendwas entwickelt sich nicht ganz so wie gehofft, auch eventuell. Aber die fünfte Schwerter deuten natürlich auch so ein bisschen auf Gemeinheiten, Boshaftigkeiten, aber auch geht es darum, dass man eventuell hintergangen wurde und man wollte hier auf jeden Fall auch gewinnen um jeden Preis. Wir müssen da mal gucken, was es jetzt hier unten drunter ist. Das ist das Gericht auf jeden Fall, die acht der Stäbe. Oh, das sind aber ziemlich gute Entwicklungen. Das sieht hier ziemlich gut aus, auch durch das Gericht jetzt hier. Also es kann sein, dass es hier um irgendeine Angelegenheit ging, wo man hier so gekämpft hat, wo man hier aufgegeben hat, wo man sich selber möglicherweise aufgegeben hat. Aber da habe ich das Gefühl, da kommt Heilung rein. Da kommt es auf jeden Fall zu guten und schnellen Entwicklungen. Ich habe das Gefühl, dass es schnelle Entwicklungen sind, weil die Achterstäbe stehen ja auch für Schnelligkeit und wir haben hier unten drunter die Prinzessin der Stäbe, was ja ebenfalls auch eine sehr, sehr schnelle Energie ist. Hier haben wir jetzt die Fünfter Kelche. Die Fünfter Kelche, das ist auch nochmal so dieses hier etwas oder jemanden hinterher trauern, ne? Da habe ich aber das Gefühl, es kommt ab der nächsten Woche ganz plötzlich und schneller als gedacht, da kommt hier Heilung rein oder es kommt hier zu einer Erlösung, ne? Es kommt hier zu einer Lösung oder Erlösung aus einer Konfliktsituation. Das ist auf jeden Fall das, was man auf jeden Fall schon mal sieht. Gucken wir uns mal die erste Karte an für die nächste Woche. Der Gehängte. Der Gehängte kann jetzt wirklich dafür stehen, dass hier eine Situation umgekehrt wird. Also sprich, dass hier eine Situation um 180 Grad sich wenden wird. Aber der Gehängte steht oftmals auch für den Perspektivenwechsel, dafür, dass man eine andere Blickrichtung oder eine andere Perspektive einnehmen sollte. Für den Perspektivenwechsel steht diese Karte ebenfalls. Aber auch so dieses Jahr Ohnmacht, sich hängen lassen, so ein bisschen. Ich würde sagen, wir gucken mal weiter. Der König der Schwerter. Also hier kann es möglicherweise wirklich um eine, es kann ja um eine irgendeine Situation gehen, wo hier kommuniziert wird. Möglicherweise geht es bei einigen von euch auch um rechtliche Angelegenheiten, um Sorgerecht, Erbschaften. Das kriege ich immer wieder so ein bisschen rein, dass es bei einigen von euch wirklich so um diese Situation gehen könnte. Und für mich ist der König der Schwerter oder kann für mich der König der Schwerter eine Rechtsperson darstellen, sowas wie Anwalt, möglicherweise Richter oder eine Beamte.
eine Beamtsperson sozusagen, Entschuldigung, ein Beamter. Auf jeden Fall kann es hier auch um eine Person gehen, die eventuell Wassermann, Zwillinge oder Waage sein könnte. Es ist dann doch eher schon das männliche Prinzip. Also hier geht es natürlich auch um Informationen, es geht um Kommunikation. Ich habe das Gefühl, wenn es hier um irgendwelche Angelegenheiten ging, wo es um Fairness, um Balance, um Gerechtigkeit irgendwo geht, da habe ich das Gefühl durch den Gehängten, dass sich entweder eine Situation nicht so richtig weiterentwickelt, aber wenn ich mir jetzt hier diese Karten irgendwie angucke, dann glaube ich, okay, hier geht schon etwas vorwärts. Es kommt ja zu Entwicklungen. Möglicherweise kommen auch gute Nachrichten rein. Irgendeine Situation erfindet oder findet, da findet Heilung statt. Da kommt es zu einer Auflösung oder Erlösung oder zur Lösung eines Konflikts. Na, das kann jetzt hier ebenfalls der Fall sein. Aber was ich jetzt eigentlich noch sagen wollte, es kann auch sein, dass hier irgendeine Angelegenheit, wo es um Fairness, Gerechtigkeit und Balance irgendwie so ein bisschen gehen oder Konfliktlösung, Harmonie, dann habe ich das Gefühl, okay, da geht es auf jeden Fall darum, dass ja eine Situation um 180 Grad gedreht wird. Wir gucken mal weiter. Ja, das ist der Richtungswechsel, ne? Das ist aber auch immer noch so dieses Hin und Her schwanken, dieses Hin und Her und auf und ab. Ne, also es kann natürlich sein, dass man hier noch so ein bisschen hin und her überlegen ist. Aber was ich ebenfalls gerade reinbekomme, es geht hier, also bei einigen von euch, das spüre ich, es geht hier natürlich schon um den Wechsel des Mindsets. Also wenn, wie soll ich denn das ausdrücken? Der Gehängte, das ist für mich ja der Perspektivenwechsel. Ne? Und bei den König der Schwertin habe ich das Gefühl, oder ja, genau, habe ich irgendwo das Gefühl, dass es hier um die Kommunikation geht oder möglicherweise auch um die Gedanken oder das Mindset. Und da habe ich das Gefühl, dass es darum geht, dass das Mindset gewechselt wird. Ne? Also zum Beispiel von Armutsbewusstsein hin zu Füllebewusstsein, zum Beispiel. Ne? Oder dass man anfängt, eine Situation völlig neu anzugehen, dass man damit anfängt, eine Situation völlig neu einzuschätzen. Auch das kann der Fall sein. Oder beziehungsweise, wenn es darum geht, gewisse Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, dann glaube ich, durch die zwei der Münzen ist das noch etwas wackelig. Ist das alles noch nicht so wirklich in den Topf, wo es kochen soll? Da hat man eventuell noch so, ja, so ein bisschen seine Schwierigkeiten, habe ich so den Eindruck, ne? Also wenn es darum geht, gewisse Veränderungen möglicherweise vorzunehmen, wenn es darum geht, an seinem Mindset zu arbeiten, um an gewisse Situationen zu arbeiten, um jetzt hier, um sein Handeln zu verändern, um 180 Grad, um sich zu verändern, da ist man eventuell noch so ein bisschen wackelig auf den Beinen. Ne? Wir gucken jetzt mal, was jetzt noch hier gekommen ist. Und da haben wir jetzt hier die drei der Kelche. Also falls es jetzt hier wirklich um irgendeine Angelegenheit ging, um irgendwelche kommen, ja, wo es hier um irgendwelche Konflikte geht, wo jemand anderen oder wo es jemand gibt, der dir hier irgendwie was Böses wollte oder dir hier irgendwie den schwarzen Peter zuschieben wollte oder wo dir jemand hier ein Bein stellen wollte oder dir eins reinwirken wollte, dann habe ich das Gefühl, dass sich hier eine Situation auf jeden Fall gut entwickeln wird durch die drei der Kelche, weil das ist das Feiern, das ist das Anstoßen, ne? Die drei der Kelche, das ist das Symbol des Feierns. Und wenn ich mir das jetzt so angucke, wie gesagt, irgendeine Konfliktsituation, wo man eventuell erst gedacht hatte, okay, es ist alles verloren, ich verliere oder alles entwickelt sich nicht zu meinen Gunsten, dann habe ich das Gefühl durch das Gericht und durch die Acht der Stäbe, dass sich hier auf jeden Fall schon alles genauso entwickeln wird, wie es sich entwickeln soll und natürlich auch zu deinen Gunsten irgendwo. Weil wie gesagt, der König der Schwerter steht ebenfalls auch für Recht, Gerechtigkeit und Fairness. Ne? Also es geht ja schon irgendwo in diese Richtung um. Es geht um Karma, es geht um Recht, Fairness bei einigen von euch. Na, also da entwickelt sich da schon einiges genauso, so langsam aber sicher hin zum Guten. Das ist genau das, was man hier sieht. Falls es keine rechtliche Angelegenheit sein sollte, dann glaube ich dennoch, dass sich hier etwas auf jeden Fall zum Guten entwickeln wird. Dass man Dankbarkeit entwickelt für das, was man bisher oder was man erreicht hat. Es ist schwierig für einige von euch in die Haltung der Dankbarkeit hineinzukommen. Es ist schwierig, das Leben wieder in vollen Zügen zu genießen, für einige von euch. Für mich stehen die drei der Kelche ebenfalls natürlich auch für, ja, für Geselligkeit, wieder etwas mit Freunden unternehmen, ne? Und das ist genau das, was einige von euch eventuell sogar auch nicht wirklich gemacht haben. Ihr habt euch wahrscheinlich immer eingeigelt oder ihr habt immer nur eure Perspektive gesehen und nicht so richtig gesehen, wie es den anderen geht oder nicht so sehr sich um andere gekümmert oder so. Das kann eventuell auch sein bei einigen von euch. Ich würde sagen, wir gucken jetzt auch gleich mal direkt weiter.
Also ich glaube dennoch, dass irgendeine Konfliktsituation sich ja auf jeden Fall wenden wird. Davon bin ich schon irgendwo fest überzeugt. Irgendeine Situation, die erst nicht vorwärts ging, wo man sich irgendwie so als Opfer seiner Umstände betrachtet hat. Möglicherweise bist du auch sprichwörtlich in dieser Rechtsangelegenheit, falls es eine ist, das Opfer, sage ich jetzt ganz einfach mal, dass man dir Unrecht getan hat. Aber man sieht ja eigentlich schon den Richtungswechsel. Und zwar, dass sich das auf jeden Fall für dich positiv verändern wird. Also, dass das alles zu deinen Gunsten geschehen wird. Auch durch das Gericht hier, ne? Also es kann sein, dass es hier wirklich eine rechtliche Angelegenheit sein könnte oder eine Situation, wo es hier irgendwie Konflikte gab. Es kann auch auf Arbeit irgendwas sein, wo man dir Unrecht getan hat, so ein bisschen. Aber dann glaube ich, okay, es kann natürlich auch sein, dass du die Situation in die Hand nehmen musst. Dass du der oder diejenige sein musst, die hier wirklich etwas machen muss, damit sich hier das Ganze gut für dich entwickelt. Weil du hast hier den König der Schwerter und ich glaube, dass das einige von euch darstellen könnte, den Schwertkönig. Und dieser ist natürlich jemand, der beharrt auf sein Recht. Der lässt sich nichts sagen, der kämpft für sich, der steht für das ein, woran er glaubt. Ja, es ist ein König, ne? Und zudem ist es natürlich auch noch der König der Schwerter, der natürlich nicht hinter dem Berg hält, der wirklich gewisse Dinge ausspricht, die ausgesprochen werden müssen. Das ist jemand, das ist kein Opfer. Ein Schwertkönig ist kein Opfer seiner Umstände oder lässt sich von anderen auch nicht irgendwie zum Opfer machen. Also diese Energie hast du ebenfalls in der nächsten Woche. Möglicherweise glaubst du auch, dass du nicht dazu fähig bist oder du glaubst, du hast nicht die Kraft dazu, gewisse Veränderungen in deinem Leben vorzunehmen oder gewisse Entscheidungen zu treffen, dann habe ich auf jeden Fall das schon zu liegen. Du bist durchaus dazu in der Lage. Du bist ebenfalls natürlich auch dazu in der Lage, einen Ruf zu hören, weil die Karte des Gerichts steht ebenfalls auch für einen Ruf, den Ruf seiner Seele zu folgen irgendwo auch, ne? Das ist ebenfalls das Gefühl, was ich bei einigen von euch habe. Aber wenn es darum geht, wie ich schon gesagt habe, etwas zu verändern, ja, die Energie des Schwertkönigs begleitet dich auf jeden Fall. Aber du bist immer noch so ein bisschen am Schwanken, ne? Weil du, wie gesagt, aus einer Situation kommst, wo du dich eventuell hast hängen lassen, wo du dich als Opfer deiner Umstände betrachtet hast, wo du mehr Opfer als Schöpfer warst in deinem Leben, ne? Und ich habe das Gefühl, ab der nächsten Woche geht es darum, die Richtung zu ändern. Weil für mich stehen die zwei der Münzen auch oftmals für den Richtungswechsel. Ne? Es geht also darum, ab der nächsten Woche, dass du in diese Energie der drei der Kelche kommst, wieder mehr rausgehen, unter Leute gehen, wieder das Leben genießen und feiern und Dankbarkeit zu zeigen. Ne? Dankbarkeit dafür zu zeigen, für das, was man hat, für das, was man bisher erreicht hat. Ich würde sagen, wir gucken jetzt auch direkt weiter. Was kommt noch in der nächsten Woche? So, nächste Woche, was kommt noch? 15. bis 21. November. Was kommt noch? Nächste Woche. Was kommt noch nächste Woche? Nächste Woche. Nächste Woche, was kommt noch? Ja, okay. Die will auch. Alles klar. So, ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit der Karte unten drunter und da haben wir Schütze. Und die Schützen, es kann sein, dass du es hier mit einer Schütze-Person zu tun haben könntest, aber bei Schützen geht es ebenfalls darum, sich mal ein bisschen mehr zuzutrauen. Es geht darum, dass man ehrlich sein soll, dass man sich gewisse Dinge eingestehen soll und das ist genau das, was ich ebenfalls bei dem Fünfter Schwerter irgendwo auch gesagt habe. Ich habe das Gefühl, es geht einfach darum, ehrlich mit sich zu sein und zu erkennen, wann es weitergeht und wann man gewisse Dinge einfach mal sein lassen sollte. Das ist irgendwie das Gefühl, was ich ebenfalls habe, ne? Möglicherweise geht es darum, dass man irgendetwas ja aufgeben muss, damit etwas Besseres stattdessen kommen kann. Das kann ebenfalls der Fall sein. Aber bei Schütze geht es ebenfalls auch um das Verreisen. Ja, es kann also sein, dass einige von euch verreisen wollen oder es geht ja einfach um die Reise des Lebens oder sozusagen, dass du deine Reise des Lebens ab der nächsten Woche antrittst. Es geht hier ebenfalls auch um Lernen, Weiterbilden, Wissen sich aneignen. Na? Dabei geht es bei Schütze ebenfalls. Es geht also darum, dass man sucht, ja, dass man sich auf die Suche begibt, nach dem Sinn des Lebens, nach was auch immer, nach Antworten möglicherweise. Aber die Karte ist auch eine sehr, sehr unabhängige Karte, aber sie steht ebenfalls auch für Optimismus und für Glück. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal direkt, was sich da jetzt hier auf jeden Fall zeigt.
Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe mir jetzt mal spaßenshalber nochmal die Karte hier unten drunter angeguckt. Und da hatten wir Neptun mit Träume. Ich habe das Gefühl, es geht darum, gewisse Träume nun zu verwirklichen ab der nächsten Woche bei einigen von euch. Und das Gericht sagt ja ebenfalls, es geht darum, dem Ruf der Seele auf jeden Fall zu folgen. Und durch die Acht der Stäbe glaube ich, dass man da nun in Bewegung kommt. So ein bisschen. Es kann natürlich auch sein, dass sich ab der nächsten Woche eventuell etwas nicht ganz so entwickeln könnte, wie man sich das erhofft hat, durch die Fünf der Schwerter. Ne? Dass man eventuell dazu neigen könnte, wieder aufzugeben. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es da wichtig ist, auch einfach mal dran zu bleiben. Ja? Bei Neptun, da geht es wirklich auch um, ja, es geht hier um Träume. Man sieht hier unten drunter auch wieder Chiron mit Heilung. Ne? Also bei vielen von euch spüre ich natürlich nochmal Heilungsthemen, aber es geht hier natürlich auch um eine Weiterentwicklung, um eine spirituelle und persönliche Weiterentwicklung. Aber dadurch, dass er hier genau obendrauf der Schütze ist, glaube ich, dass es ab der nächsten Woche wieder leichter werden wird. Der Optimismus kehrt zurück, das Glück, das Glücklichsein noch irgendwo, ne? Also ab der nächsten Woche habe ich irgendwo das Gefühl, dass es im Heilungsprozessen auf jeden Fall leichter werden wird. So, wir gucken mal, was jetzt hier gefallen ist. Da hast du jetzt hier, ja, es geht immer noch so ein bisschen um Herausforderungen. Da haben wir Quadrat, ne? Und hier geht es darum, dass man sich auf jeden Fall neu orientiert. Es geht aber darum, dass man noch mit etwas noch so ein bisschen zu kämpfen hat. Und das ist genau das, was ich hier vorhin so ein bisschen sagen wollte, durch die zwei der Münzen. Und das ist ja auch so eine, ja, man muss ja mit mehreren Dingen gleichzeitig fertig werden. Das ist eine Herausforderung, da irgendwie flexibel zu bleiben oder da wirklich bei sich zu bleiben, konzentriert zu bleiben. Und irgendwie bei der Sache zu bleiben, ne, das ist irgendwie noch so eine kleine Herausforderung. Wenn es darum geht, Veränderungen vorzunehmen, wenn es darum geht, sich weiterzuentwickeln, wenn es darum geht, sich persönlich zu verändern, sein Mindset zu verändern, ne? Es kann natürlich auch sein, dass es hier wieder eine Angelegenheit im Außen ist, dass es hier um Konflikte geht, was ich eben vorhin alles schon gesagt habe, mit dieser anderen Person. Weil bei einigen von euch habe ich das Gefühl, es kann durchaus auch eine Beamtsperson sein, von einem Amt oder Rechtsanwalt, all sowas. Das kann schon sein, dass es da in der nächsten Woche noch immer so ein bisschen Struggle gibt, Kämpfe, Schwierigkeiten so ein bisschen. Ne? Die Karte steht ebenfalls auch so ein bisschen für Verletzungen. Aber ich würde sagen, wir gucken mal, was jetzt hier noch gefallen ist. Da haben wir das 12. Haus und das ist die Hingabe. Das Hingeben, die Hingabe. Und ich finde das ziemlich interessant, weil wir hatten ja hier Neptun und Neptun herrscht über das 12. Haus. Also hier geht es auf jeden Fall nochmal eventuell bei einigen von euch um gewisse Themen, die bisher noch nicht so richtig betrachtet wurden. Aber im Gegensatz jetzt zu den letzten beiden Wochen habe ich diesmal eher das Gefühl, dass es darum geht, einfach einen klaren Cut zu setzen zu allem, was einem so ein bisschen davon abhält, gewisse Veränderungen einfach vorzunehmen. Na? Weil ab der nächsten Woche geht es natürlich auch wieder natürlich um Entscheidungen. Ne? Lass mich mal bitte ganz kurz überlegen. Natürlich geht es bei einigen von euch auch darum, Träume zu verwirklichen. Es geht aber vor allem auch darum, wieder zu verzeihen. Es geht darum, zu vergeben. Es kann natürlich sein, dass im Außen immer noch so ein bisschen Chaos herrscht oder möglicherweise auch in dir drin, in deinen Gedanken, dass da immer noch so ein bisschen Chaos ist. Aber trotzdem glaube ich, dass es ab der nächsten Woche zu einer Verbesserung kommen kann. Auch durch das Gericht, durch die Acht der Stäbe, die drunter waren, und durch die Drei der Kelche. Glaube ich, dass das auf jeden Fall nun langsam aber sicher aufgelöst wird. Noch im November. Das ist das Gefühl, was ich hier so ein bisschen habe. Na? So, die Karte jetzt hier, da haben wir jetzt Jungfrau. Es kann sein, dass du es hier mit einer Jungfrau-Person zu tun hast. Aber bei Jungfrau geht es ebenfalls auch um Nervosität. Also es kann sein, dass einige von euch sehr, sehr nervös sind, möglicherweise unruhig. Also ich spüre eine gewisse Unruhe. Ich spüre auch sehr viel Müdigkeit, sehr viel Unruhe, so Zittern, Nervosität auf jeden Fall. Ne, also diese Phase, die ist nun wirklich momentan alles andere als einfach. Und das ist genau das, was man hier spürt. Ne? Aber trotzdem habe ich das Gefühl, es wird wieder leichter werden. Durch die drei der Kelche. Sehe ich auf jeden Fall, dass sich eine Situation zum Guten wenden wird. Ja? Jungfrau steht ebenfalls natürlich auch für die Natur. Also ist es wichtig für einige von euch dann wirklich, sich mehr in der Natur aufzuhalten. Es kann natürlich auch sein, dass hier eine Jungfrau-Person momentan in deinem Umfeld eventuell da vielleicht ein bisschen Probleme machen könnte. Oder dass diese Person momentan sehr, sehr viele Probleme an sich haben könnte.
Aber bei Jungfrau geht es ebenfalls auch darum. Ah, jetzt bekomme ich es rein. Okay, jetzt bekomme ich es gerade rein. Ich spüre bei einigen von euch, dass ihr Schwierigkeiten damit habt, für eine gewisse Struktur in eurem Leben zu sorgen, eine gewisse Struktur zu entwickeln, eine gewisse Routine zu entwickeln. Das ist irgendwie das Gefühl, was ich immer noch so ein bisschen habe, weil, wie ich schon gesagt habe, es geht nächste Woche darum, gewisse Dinge einfach mal umzukehren, gewisse Dinge anders zu machen. Etwas zu verändern in dem Mindset oder in deinem Mindset oder in deinem Leben allgemein. Und da habe ich das Gefühl, ebenfalls durch die zwei der Münzen, dass es da noch so ein bisschen schwankt, dass man da immer noch so ein bisschen hin und her gerissen ist, dass man dazu neigen könnte, in alte Verhaltensmuster zurückzufallen. Das ist das Gefühl, was ich hier richtig reinbekomme. Auch durch das Quadrat mit der Herausforderung. Also da kämpfst du momentan so ein bisschen, wenn es darum geht, Disziplin oder diszipliniert zu sein, strukturiert zu sein, für Ordnung, Struktur in deinem Leben zu sorgen. Oder möglicherweise auch für Harmonie und Balance in deinem Leben zu sorgen. Das ist das Gefühl, was ich hier habe. Und das ist, ja, da habe ich das Gefühl, okay, dass es da immer noch etwas in dir gibt, was sich gegen irgendetwas zu wehren scheint. Weil möglicherweise ist es so, dass einige von euch oder viele von euch ja mit diesem Orakel immer noch so in dieser Opferhaltung sind. Weil dafür steht ebenfalls auch das 12. Haus und auch der Gehängte. Na, also das ist schwierig bei einigen von euch, um da wirklich jetzt hier am Ball zu bleiben, um da wirklich hier für Struktur und eine gewisse Routine zu sorgen. Also es ist ebenfalls wichtig, mehr rauszugehen, unter Leute zu gehen oder in die Natur zu gehen, um wirklich, ja, das ist ein Prozess ebenfalls, ne? Das ist ein Prozess. Und es gibt da nun mal noch gewisse Dinge in deinem Unterbewusstsein, die müssen natürlich erstmal so ein bisschen umprogrammiert werden, aber da bist du auch momentan dabei. Das sieht man, du bist dabei, aber leider Gottes, muss ich so sagen, wie es ist, bist du noch immer so ein bisschen dabei, wieder in alte Verhaltensmuster zurückzufallen oder du könntest dazu tendieren. Ja, das kann ebenfalls der Fall sein. Das ist das Gefühl, was ich hier richtig habe. Also bitte, wenn es darum geht, wenn etwas nicht richtig klappen sollte, wie du es dir vorstellst, was auch immer das ist, oder wenn du dich nicht so richtig aufraffen kannst, bitte lass dich da jetzt nicht weiter hängen. Ja, sei nicht so streng mit dir, weil das ist alles ein Prozess, durch den du gehst. Sei so gut wie möglich zu dir, weil Jungfrau steht ebenfalls für Gutmütigkeit und auch für Großzügigkeit. Also sei hier auf jeden Fall gut zu dir. Sei gut zu dir und wisse, dass du ebenfalls auch gut genug bist. Ja? Okay, wir gucken weiter. Nächste Woche. Was kommt noch? Nächste Woche. Nächste Woche. Was bringt noch die nächste Woche? Der 15. bis 21. November. Was kommt noch nächste Woche? Nummer 1. Okay. So, ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit der Karte unten drunter und da haben wir jetzt genau, es geht, ja, das passender könnte es nicht sein, ne? Also hier wird gesagt, bitte verliere die Hoffnung nicht. Der Herbst ist meine letzte Chance. Ja, ich meine, wir haben gerade Herbst, aber bitte denke nicht, dass der Herbst jetzt deine letzte Chance ist, wo du da irgendetwas verändern musst oder wie auch immer, ja? Und bitte, ja, du bist in einer Situation, wo es wirklich schwierig ist, wirklich Wasser zu finden, wo es wirklich schwierig ist, da etwas Schönes zu finden oder dich auf das Schöne zu konzentrieren, weil wirklich alles momentan wirklich drunter und drüber geht. Ja, das ist so, aber bitte hier wird gesagt, bitte verliere hier die Hoffnung nicht. Das ist ziemlich eindeutig zu sehen. Na, es gibt ja bereits eine klare Lösung, auch wenn du das noch nicht erkennen kannst. Falls du eine klare Lösung finden möchtest, da ist es notwendig, dich wirklich in der Dunkelheit oder dich mal in die Dunkelheit zu begeben und gewisse Dinge einfach mal anzugucken, die du dir bisher nicht angeguckt hast. Ja, was ich hier ebenfalls auch sehe, ist die Zahl 6. Na, du hast hier die 24 und 2 und 4 ist 6 und die hast du hier ebenfalls. Und die Zahl 6 steht ebenfalls dafür, dass du bitte deine Gedanken in ein Gleichgewicht bringen sollst. Und das ist genau das, was ich irgendwo vorhin gesagt habe. Einige von euch, ihr seid hier wirklich im negativen Kopfkino. Also mach bitte irgendwas, um aus deinen negativen Gedanken rauszukommen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel Gefühle fühlst, wie zum Beispiel Traurigkeit, ja, dann setz dich ruhig auch damit auseinander, weil es hat ein Gefühl, dass es hat einen Grund, dass diese Gefühle nach oben kommen. Ja, aber bitte versuch nicht irgendwie irgendetwas unnötig schwarz zu malen, wo es nicht schwarz zu sehen oder schwarz zu malen gibt. Ja, also versuch da jetzt bitte nicht den Teufel gleich bei jedem Ding an die Wand zu malen. Also es geht hier wirklich auch schon wieder darum, ein bisschen optimistischer und positiver zu werden, auch durch die Schütze-Energie, die sich vorhin gezeigt hat. Ne? Weil unten drunter hast du hier nämlich schon wieder ja, das Licht, ne? Breaking Dawn, das ist ja sowas wie der Tagesanbruch, kann man sagen. Die Sonne wird auch wieder aufgehen für dich, ne?
auch wenn du momentan durch schwierige, chaotische Zeiten gehst. Ne? Es geht ebenfalls darum, dass du friedlich sein darfst oder dass du Ruhe und Frieden und Harmonie in dir finden sollst, auch wenn alles andere um dich herum wirklich chaotisch und durcheinander zu sein scheint oder ist. Ne? Ne? Also es geht darum, wirklich ruhig zu bleiben. Es geht darum, Frieden zu finden in sich selbst wirklich ruhig zu werden, auch einfach in chaotischen Situationen. Das ist genau das, was man hier sieht. Geh hier zum Beispiel viel in die Natur. Jungfrau zeigt sich ja nicht umsonst. Versuche dich hier gesund zu ernähren. Versuche dich zu bewegen. Versuche irgendetwas, um wirklich in eine positive Energie zu kommen. Wie zum Beispiel ebenfalls auch putzen. Putzen hilft enorm. Wenn du einfach mal wirklich putzt oder dein Auto sauber machst, deine Wohnung, das kann enorm helfen, wenn du wieder zu klaren Gedanken finden möchtest oder wenn du wieder einen klaren Geist bekommen möchtest. Man sagt ja auch nicht ohne Grund, du bist das, was du isst und du bist, wie du wohnst. Ja? Das kann bei einigen von euch zutreffen, bei einigen vielleicht sogar aber auch nicht. Da musst du mal gucken. Ne? So, was haben wir hier? Da hast du jetzt hier ganz genau. Count your blessings. Also hier geht es darum, dass du einfach mal das aufzählen sollst, für was du dankbar bist. Also hier geht es darum, sich auf die Segnungen zu konzentrieren. Und hier hast du jetzt das Schneeengel. Die Zeichen sind bereits bei dir. Also du bekommst momentan sehr, sehr viele Zeichen durch die Engel, durch die geistige Welt. Ich habe auch das Gefühl, dass du gerade schon geführt wirst. Ich glaube, dass es bei dir mehr im Leben gibt, wofür du dankbar bist, als du erstmal erkennen kannst. Weil du momentan noch in einer Situation bist, wo du dich als Opfer siehst, als Opfer deiner Umstände. Falls es hier wirklich eine rechtliche Angelegenheit sein sollte, wo du das Opfer warst, wo man dir Unrecht getan hat, dann habe ich schon irgendwo das Gefühl, dass das Recht irgendwo auf deiner Seite ist. Aber bitte versuche, dass da nicht noch irgendwie unnötig schwarz alles zu malen, auch wenn es schwer ist. Ne? Also es ist wichtig, trotzdem noch wieder dafür zu sorgen, dass es dir auch irgendwo gut geht. Ne? Das ist ebenfalls das, was man hier ganz eindeutig sehen kann. Der Schneeengel sagt natürlich, ja, die Zeichen sind bereits da. Du bekommst bereits viele Zeichen und der Engel steht hier gerade da, ziemlich ungeduldig oder so nach dem Motto, na meine Güte, ich gebe ihr doch Zeichen, sieht sie es noch nicht oder sieht er es noch nicht? Ja, das ist das, was diese Karte irgendwo aussagt, so ein bisschen. Sie steht ja so ein bisschen ungeduldig da, so nach dem Motto, wann begreift sie es endlich? Wann macht sie es endlich? Sie bekommt doch viele Zeichen und so weiter, ne? Wann nimmt sie es endlich wahr oder eher, wie auch immer, ne? Das ist das, was man hier schon eindeutig sehen kann. Ziemlich interessant. Gucken wir weiter. So, schauen wir mal, was nächste Woche noch wichtig wird, beziehungsweise was auf uns zukommt. Was bringt uns allen noch die nächste Woche? Was bringt uns allen noch die nächste Woche? Was bringt uns allen noch die nächste Woche? Okay. Was bringt uns allen noch die nächste Woche? Alles klar. Die Karte unten drunter, da haben wir jetzt den Kreis der ewigen Freude. Und hier geht es irgendwo um den Tanz des Lebens. Es geht aber ebenfalls auch um Zeitlosigkeit. Und mir fällt hier auf jeden Fall auch das Thema oder die Themen Freude auf. Also es geht ebenfalls darum, natürlich, nächste Woche geht es um Veränderung. Es geht darum, etwas zu verändern. Es geht darum, dass du dich momentan veränderst. Auch ab der nächsten Woche wirst du das sehr, sehr stark spüren. Denn es geht wieder darum, mehr in die Freude hineinzukommen, mehr wieder das Leben zu genießen. Und das ist genau das, was man in den Tarotkarten auch gesehen hat. Du bist gerade dabei, dich zu verändern. Du bist gerade dabei, dein Mindset, deinen Charakter möglicherweise zu verändern und hin zur Freude wieder, durch die drei der Kelche, hin zur Freude, damit du dein Leben wieder genießen kannst irgendwo. Ne, das ist das, was man hier auf jeden Fall sehr, sehr schön erkennen kann. Unten drunter haben wir jetzt hier Looking Back und Moving Forward. Also es geht ja darum, dass man immer noch so ein bisschen zurückblickt, aber nach vorne geht. Also ja, teilweise bist du natürlich noch so ein bisschen in deiner Vergangenheit gefangen. Ne? Das ist klar. Das sieht man, das hat man ja hier ebenfalls auch gesehen. Deswegen habe ich nämlich gesagt, dass du noch Schwierigkeiten hast, da irgendwie für eine neue Routine zu sorgen, wirklich am Ball zu bleiben, wenn es darum geht, etwas zu verändern und so weiter. Ne? Das sieht man. Und auch jetzt wieder anhand dieser Karte. Aber wie ich schon gesagt habe, du bewegst dich auf jeden Fall hin wieder in Richtung Lebensgenuss, in Richtung Lebensfreude. Bist aber noch so ein bisschen, guckst aber noch immer ein kleines bisschen zurück. Ne? Das ist ebenfalls das, was man noch schon ein bisschen sehen kann. So, was ist jetzt hier rausgefallen? Normalerweise, wenn die Karten so rausfallen, deute ich die nicht.
Weil so Übereinanderkarten deute ich in der Regel eigentlich nicht. Aber ich habe jetzt das Gefühl, dass sie was sagen wollen. Und da haben wir Reclaiming Your Power. Also es geht ja darum, dass du deine Kraft wiederfinden sollst, beziehungsweise zurückfordern sollst. Es geht ja darum, wieder in herausfordernden, schwierigen Zeiten wirklich kraftvoll zu sein oder möglicherweise in deiner Situation, wo du dich gerade drin befindest, das Positive zu sehen, beziehungsweise irgendwo auch wieder in deine Kraft zu kommen. Also was gerade bei dir passiert, ist einfach, dass du vorbereitet wirst auf dein neues Leben, auf dein neues Ich, auf dein neues Mindset, wie auch immer. Und was da ebenfalls gerade passiert, ist, dass du lernst, mit Schwierigkeiten anders umzugehen, dass du lernst, auch in stürmischen Zeiten ruhig zu bleiben, deine innere Harmonie zu finden, friedlich zu bleiben. Das ist genau das, was ich vorhin irgendwo auch schon ein bisschen gesagt habe. Und diese Karte sagt es im Prinzip auch nochmal. Weil momentan geschehen wirklich sehr, sehr viele Veränderungen, ne? Und jetzt haben wir hier Clarity. Es kommt natürlich auch wieder zur Klarheit und es geht ebenfalls darum, wieder zu planen. Und es geht darum, dass man sich von irgendwelchen Illusionen losreißen soll, beziehungsweise befreien soll. Du hast hier übrigens schon wieder eine 5, ne? 3 und 2 ist ja ebenfalls 5. Hier hast du die 5. Na, also es geht hier wirklich bei dir sehr, sehr stark um Veränderung. Manche würden jetzt sagen, ja, hier geht es um Gemeinschaft, weil, naja, keine Ahnung, oder Einheit, Gemeinschaft, ja, das kann sein, aber ich spüre hier mehr Veränderung. Jetzt zumindest für die nächste Woche. Also nächste Woche wird sich hier auf jeden Fall einiges verändern. Das spürst du, das passiert eigentlich schon die ganze Zeit. Aber nächste Woche, glaube ich, wird noch mal einiges aufgerüttelt. Durch die Karte Quadrat, also durch die Herausforderungskarte, durch die 2 der Münzen, durch die Karte Moment, durch diese Karte, die ist mir ganz, ganz schwer ins Auge gefallen. Und hier hast du auch wieder die 32, ne? Und hier die 23, was beides eine 5 ist. Das ist doch alles kein Zufall. Also hier geht es wirklich um Veränderung. Aber bei der Nummer 5 geht es ebenfalls auch um Furchtlosigkeit und es geht darum, wieder ein neues Abenteuer zu beginnen. Im negativen Sinne würde die Karte 5 oder die Karte 5, ja, die Zahl 5 für eine Beunruhigung stehen, für Melancholie ebenfalls so ein bisschen, ne? Also da habe ich das Gefühl, das darf sich ändern ab der nächsten Woche. Und wie ich schon gesagt habe, leider Gottes fällt dir das eventuell noch ein wenig schwer. Aber das heißt ja nicht, dass du stehen bleibst. Das heißt ja nicht, dass du dich nicht weiterentwickelst. Ich sage nur, okay, du könntest eventuell dazu neigen, wieder in alte Verhaltensmuster zurückzufallen. Das ist ja irgendwo normal, aber ich will das jetzt nicht unbedingt so gut heißen. Ne? Also bleib hier auf jeden Fall trotzdem am Ball. Ne? Also es geht wirklich jetzt für dich darum, dass du lernst, auch in schwierigen Situationen friedlich zu bleiben oder beziehungsweise kraftvoll zu sein, in dir gefestigt zu sein. Das ist einfach das, was da schon eindeutig zu sehen ist. Und jetzt hast du hier noch, es geht hier um Führung. Also du erhältst auf jeden Fall nächste Woche Führung. Ne? Das ist hier Guide, das ist die Führung. Das ist der beleuchtete Weg. Sozusagen, der belichtete Weg, das finde ich irgendwie jetzt ein bisschen schöner zu sagen. Also es geht ja auf jeden Fall um einen Weg, der hier auf jeden, auf der, Entschuldigung, der hier auf jeden Fall in der nächsten Woche immer und immer klarer wird. Es geht um deinen Weg, um deinen persönlichen Weg, wo es als nächstes für dich hingehen darf. Und ich habe das Gefühl, nur langsam aber sicher, ab der nächsten Woche kehrt immer und immer mehr Klarheit rein durch diese Karte hier. Es kommt immer wieder Klarheit rein oder immer mehr Klarheit rein. Du wirst immer mehr erkennen, wo es als nächstes für dich hingehen soll, was dein Weg ist, was deine Lebensmission ist, warum du hier bist und so weiter. Das wird dir immer klarer werden, auch ebenfalls durch das Gericht und durch die 8 der Stäbe. Na, wie ich schon gesagt habe, das Gericht steht ebenfalls auch für den Ruf, der Ruf der Seele. Und hier haben wir die Entwicklung, die Bewegung, die Schnelligkeit. Ne? Also für dich wird es nun wirklich in diese Richtung gehen, weil die Stäbe, die fliegen nur in eine Richtung. Und es geht jetzt für dich in die Richtung deines Rufes, deines Seelenrufes. Die Gerichtskarte steht ebenfalls auch dafür, dass man von der Dunkelheit ins Licht geht. Du bist gerade wirklich in einer Art Dunkelheit immer noch, oder du bist sehr, sehr lange durch dunkle Pfade gegangen, das weißt du, durch dunkle Täler. Die dunkle Nacht der Seele könnte man das ebenfalls nennen. Aber langsam, aber sicher, ab der nächsten Woche sieht man schon, es wird wieder heller werden. Du befindest dich momentan auf deinem Weg hin zu deinem Ruf deiner Seele. Dein Weg wird immer klarer werden ab der nächsten Woche, weil du nun langsam, aber sicher wieder in deine Kraft zurückfindest. Das ist genau das, was man gesehen hat. Und ich finde, der Gehängte und die 2 der Münzen, das sind für mich so Karten, wo, ja, das ist so ja, diese Opferhaltung. Es geht runter und drüber, es ist alles stürmisch. Und genau dazwischen haben wir den Schwertkönig. Und dieser, das ist eine sehr, sehr reife Seele. Also ich glaube, du bist auf jeden Fall ab der nächsten Woche schon definitiv in der Lage, damit umzugehen und wieder, ja, gefestigt zu sein in deiner Energie irgendwo.
für mehr Harmonie in dir selbst auch zu sorgen. Du bist dazu in der Lage. Du hast einen Schwertkönig. Du hast keinen Schwertpage, sage ich mal. Ne? Also das ist auf jeden Fall jemand, der ist herangereift. Der weiß ganz genau, was er zu tun hat. Der weiß ganz genau, was gut für ihn ist und was nicht. Also du bist in der Lage, cool zu bleiben, ruhig zu bleiben in schwierigen Situationen. Beziehungsweise wird es ab der nächsten Woche für dich darum gehen, in diese Energie hineinzukommen. Also das ist auf jeden Fall ziemlich schön zu sehen. So, ich würde sagen, wir benutzen jetzt auch das letzte Kartendeck und dann benutze ich die Astrowürfe. Ich überlege gerade, genau, ich benutze jetzt das Zauber der Meerjungfrauen und Delfine. Das Kartendeck mit den Astrologie, mit der Jungfrau und dem 12. Haus, das war das Numinous Astro Deck. Das mit dem Schneeengel, das war das Oracle of Shadows and Light. Und das hier war das, Moment, The Priestess of Light Orakel. Und jetzt benutze ich das von Doreen Virtue, das Zauber der Meerjungfrauen und Delfine. Also der Weg wird langsam, aber sicher immer und immer klarer. Du erhältst Führung, aber vor allem ist es wichtig, ruhig, harmonisch und sicher in dir zu bleiben, auch wenn im Außen momentan sehr, sehr viel passiert, sehr, sehr chaotisch ist, sehr viel von dir genommen wird. Ne? Also darum geht es ab der nächsten Woche oder in der nächsten Woche. So. Ja, die Karte ist jetzt hier schon gesprungen. Nächste Woche. Was kommt noch? Nächste Woche. Nächste Woche. Was kommt noch? Nächste Woche. Nächste Woche. Was kommt noch? Nächste Woche. Nee, da will nichts mehr. Okay. Ach, guck mal unten drunter. Synchronizität. Deine Gebete und Fragen werden durch synchrone Ereignisse beantwortet. Beachte sie und sie werden sich vermehren. Also deine Gebete werden auf jeden Fall beantwortet. Möglicherweise nicht so, wie du es ganz gerne hättest oder so, wie du es erwartest, aber sie werden beantwortet. Ja. Und das ist irgendwo genau das, was ebenfalls auch der Schneeengel sagt. Du bekommst Führung, du erhältst Antworten auf deine Fragen, deine Gebete werden jederzeit beantwortet, aber nicht immer unbedingt in der Art und Weise, wie du es erwartest oder wie du es möchtest. So, hier haben wir jetzt die Karte Selbstermächtigung. Du verfügst über mehr Kraft, als du weißt. Traue dich, deine Kraft zu leben, du bist sicher. Das ist genau das, was ich gesagt habe, ne? Das ist das, was der Schwertkönig sagt. Du verfügst sehr viel Kraft, auch wenn du dir dessen nicht sicher bist, auch wenn du das nicht glaubst. Du verfügst verdammt viel Kraft und das ist das, was der Schwertkönig ist. Der hat Kraft. Das ist der höchste Schwertkarte, höchste Hofkarte im Tarot. Ne? Also der hat Kraft, der weiß, was er will. Der hat kein Problem damit, gewisse Dinge einfach mal auszusprechen. Der hat kein Problem damit, alles aus seinem Leben zu entfernen, was ihm nicht mehr dient. Ne, also der kann auch, der ist schlagfertig, der weiß, sich zu wehren, der weiß, sich zu behaupten, der weiß, für sich einzustehen und der weiß, wie man führt, wie man Verantwortung übernimmt und wie man andere führt eventuell. Also du verfügst hier über mehr Kraft, als du weißt. Hör auf, Opfer deiner Umstände zu sein. Sei hier kraftvoll. Du bist in der Lage, das alles durchzustehen, sozusagen. Ja, es gibt noch schwierige Situationen bei vielen von euch. Ich lese eure Kommentare und so weiter, ne? Ja, es gibt schwierige Situationen, aber du bist damit erstens nicht allein und zweitens, du bist auch in der Lage, das durchzustehen. Es kommen auch wieder andere Zeiten. Und hier vor allem, bitte verliere hier nicht die Hoffnung. Höre auf, die Dinge unnötig schwarz zu malen, wo es nichts schwarz zu malen gibt. Ja? Und hier hast du jetzt noch, vereinfache dein Leben, entferne alles Überflüssige aus deinem Leben und bringe deine Aktivitäten in ein Gleichgewicht. Ganz genau so ist es. Es ist wichtig, dass du für mehr Balance auch in dein Leben sorgst und dass du alles aus deinem Leben entfernst, was dir nicht gut tut, was dein Leben unnötig schwer macht. Möglicherweise geht es einfach darum, deine Gedanken zu klären, deinen Geist zu klären. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, Putzen hilft sehr, sehr gut. Oder Meditation. Ja, es ist anstrengend. Es ist anstrengend, für Veränderungen in seinem Leben, in seinem Geist, sein Mindset zu sorgen. Ja, es ist anstrengend. Aber willst du so weitermachen wie bisher? Du hast die Wahl. Du hast jederzeit die Wahl. Du hast jederzeit die Wahl, andere neue Entscheidungen zu treffen. Es geht im Leben ständig um Entscheidungen. Um jeden Tag, jede Minute geht es um Entscheidungen. Wie entscheidest du dich zu leben? Ja. Es geht um Balance. Das ist genau das, was ich gesagt habe am Anfang. Es geht um Balance, Gleichgewicht nächste Woche. Also sorg irgendwie dafür, dass dein Tag ausgeglichen ist. Ja?
Sorge für mehr Struktur, weil Jungfrauen lieben Ordnung und Struktur und Routinen. Das wird wichtig werden. Und damit hast du noch immer, ja, damit hast du noch zu kämpfen. Das sieht man. Durch die zwei der Münzen, du neigst dazu, wieder in alte Verhaltensmuster zurückzufallen. Das sieht man. Aber niemand legt dir das alles in den Schoß. Bitte erwarte nicht, dass es von jetzt auf gleich geschieht, dass da irgendjemand vom Himmel kommt und sagst, ach, jetzt bin ich erleuchtet. Weißt du? Nein, das passiert nicht. Du musst deinen inneren Schweinehund überwinden. Ja? Es wird niemand kommen, der dich rettet oder der dir jetzt, der dir jetzt wirklich dafür, ja, der dir das alles abnimmt, sag ich mal. Du musst das selber machen. Ja? Du musst hier wirklich deinen inneren Schweinehund überwinden. Sag ich dir so, wie es ist. Das wird kein anderer für dich übernehmen. So, jetzt sind die Astrowürfel. Du hörst sie wahrscheinlich schon. Du hörst das Klappern. So, nächste Woche. Ich bin gerade nebenbei so ein bisschen am Überlegen. Na, also, wie ich schon gesagt habe, du hast jederzeit die Möglichkeit, neu zu wählen. Du hast jederzeit die Möglichkeit, neue Entscheidungen zu treffen. Wenn du dich dazu entscheidest, die ganze Zeit negativ zu denken oder zu sagen, oh, alles ist scheiße und die Corona, das hat alles kein Ende und so weiter. Das weiß ich nicht. Also, wenn du das für dich für richtig hältst, dann ja, dann mach das weiterhin so. Aber dann bitte hör auf zu jammern, wenn dein Leben eine reinste Katastrophe ist, wenn du dich nur auf das Schlechte fokussierst. Ich meine, ja, es kann sein, dass du wirklich durch schwierige Zeiten gehst. Bitte versteh mich nicht falsch. Du hast da auf jeden Fall mein vollstes Mitgefühl. Aber bitte erkenne auch, dass du Opfer deiner Lebensumstände, dass du Opfer, ja, dass du kein Opfer deiner Lebensumstände bist. Du glaubst es nur. Du glaubst nur. Oder einige von euch glauben es nur, dass ihr Opfer eurer Lebensumstände seid. Nein! Es geht möglicherweise auch einfach endlich mal darum, den inneren Schweinehund zu überwinden, weil du hast die Kraft, auch wenn du es nicht glaubst. Ja, du hast die Kraft, Veränderungen in deinem Leben durchzuführen. Du allein bist für dich, für dein Leben verantwortlich und niemand anders. Niemand anders. So, jetzt aber die Würfel. Nächste Woche, was kommt noch? Was bringt uns allen noch die nächste Woche? Was bringt uns allen noch die nächste Woche? Okay, wir haben Neptun, wir haben Zwillinge und das dritte Haus. Meine Güte, hörst du den Lärm draußen? Das sind ja die ganze Zeit Krähen. Ja, Krähen. Jetzt sind sie weg. Okay, also Neptun, dann hast du hier Zwillinge und das dritte Haus. Also es geht ja nächste Woche um Schriftstücke, es geht um Kommunikation. Und ich habe ja irgendwie am Anfang bei einigen von euch gesagt, es geht auf jeden Fall um Kommunikation, möglicherweise wirklich im Bereich, ja, Konflikte oder Scheidungen oder irgendwelche anderen rechtlichen Angelegenheiten. Das kann schon der Fall sein, dass es hier zu Informationen kommt, die man vorher nicht hatte, dass du plötzlich, dass da Nachrichten reinkommen, die dir gefehlt haben, dass du Klarheit bekommst in irgendeiner Angelegenheit. Das kann dann noch sein. Also falls es ja wirklich irgendeine Streitigkeit hier ist oder eine rechtliche Angelegenheit sein sollte oder eine Konfliktsituation, dann habe ich hier das Gefühl, okay, ja, du musst ja momentan noch so ein bisschen stark bleiben. Es kommt ja auf jeden Fall auch zur Klarheit rein in deiner Situation. Das sieht man. Es kommt hier zu Informationen. Und ich glaube, dass hier das Trübe, dass das auf jeden Fall verschwinden wird. Weil Neptun steht ebenfalls auch dafür, ja, das ist noch so ein Schleier. Man sieht die Dinge noch nicht so richtig klar. Aber ich glaube, in der nächsten Woche. Da kommt es jetzt zur Information, eindeutig. Bei Zwillinge herrscht auch über das dritte Haus. Es kann ebenfalls sein, dass du es mit einem Zwilling nächste Woche zu tun haben könntest. Ne, der Schwertkönig könnte ja durchaus auch ein Zwillinge sein. Es ist ein Luftzeichen, dass es da jemanden gibt. Aber vor allem habe ich eigentlich eher das Gefühl, dass es in der nächsten Woche vor allem um deinen Charakter geht und deine Gedanken ebenfalls auch. Weil Zwillinge steht für den Charakter. Und das dritte Haus, da geht es natürlich auch um dein Mindset, deine Gedanken. Und da habe ich das Gefühl, dass es nächste Woche, ja, es geht nächste Woche bei einigen von euch ums Mindset. Und da gibt es noch gewisse Dinge, die du dir noch nie, wo du dir noch nicht so richtig darüber im Klaren warst, wie du gedacht hast oder, na, also irgendwie. Gibt es da gewisse Dinge, die du eventuell nicht so sehen wolltest oder falsch gesehen hast? Weil das dritte Haus, da geht es ebenfalls auch um die Perspektive. Da geht es um die Perspektive und es kann sein, dass du bisher nicht so richtig klar gesehen hast. Und deswegen sagt nämlich der Gehängte am Anfang, dass es Zeit ist, die Perspektive nun zu ändern. Oder beziehungsweise, dass es da wichtig ist, etwas zu verändern, auch in deinen Gedanken. Weil das dritte Haus in Zwillinge, da geht es auch um deinen Kopf, deinen Verstand, deine Gedanken. Ja, und da ist es wichtig, dass da gewisse Dinge einfach mal verändert werden. Okay, meine Lieben, mehr habe ich jetzt nicht für euch. Ich wünsche euch eine wunderschöne nächste Woche und sage bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.